Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, werte Ultimisten, wir heißen euch wieder herzlich willkommen zurück zu The Escapist 2 mit mir, dem Malkav und dem Steve. Beim letzten Mal haben wir Center Perks. Howdy, Freunde. Ja, jetzt hat er schon mehr oder weniger gespoilert. Beim letzten Mal haben wir Center Perks den Postausbruch gewagt. Und wir machen jetzt noch einen schnellen Ausbruch. Mal sehen, ob es klappt. Und zwar hat Steve schon mehr oder weniger angedeutet, howdy Freunde, der nächste Ausbruch, den wir machen müssen, ist hier im Zug. Nicht aus dem Knast rausgehen, nicht rausgehen. Oh, okay. Und jetzt komm rüber zu mir, schnell, bevor er dich sieht. Weil sobald wir, die Sache ist halt die, wir sehen rechts unter der Karte die übrige Zeit, ne? Ja, das ist klar. Zeitbedingt und es ist auch hier so, wenn uns die Wärter sehen, da knüppeln die uns nieder und wir werden hier wieder reingesetzt. Also wir dürfen noch nicht gesehen werden. Okay. So, und hier haben wir einen Tipp. Alter. Hier haben wir einen Tipp. Loser Dienstwagen. Also wir haben hier zwei Möglichkeiten zu gewinnen. Einmal, wir prügeln uns. Wir schleichen quasi bis nach vorne zur Lok und prügeln da die Leute nieder und übernehmen den Zug. Oder wir müssen... Bleib hier! Oder wir müssen zwei Brechstangen finden und den Dienstwagen lösen. Alter, Red Dead Redemption. Ja. Ey, ich bin in der Zelle. Au. Der ist auch noch auf dich los. Jetzt. Ja, hat er gut angefangen. Weil du natürlich rausgegangen bist. Ich bin nicht rausgegangen, ich habe mich an die Tür gestellt. Dann ist die Tür automatisch aufgegangen. Hi. Gucken wir, ob hier verstanden sind. Nee, nur ein Hammer. Das Pferd ist Singleplayer-Ausbruch. Mhm. Dann weiß ich, was ich schon mal zu machen habe. Eine Brechstange gefunden. Nice. Fuck, er hat dich gesehen. Komm her zu mir. Komm zu mir. Würde ich gern. Au. Ja, wir dürfen halt echt nicht gesehen werden sonst. Hast du noch ein Brecheisen oder? Nee, ich habe nur eins gefunden. Okay. Erstmal wieder kurz komplett hochheilen. Ja. Yep. So. Und? Ja, der ist leer. Sollen wir hier warten, weil er jetzt da vorne vielleicht in die Dings dann geht. Nicht an die Tür. Von der Tür weg. Hol dir mal hier einen Medikit. Krankenpult, alles klar. Hab ich. Das ist ein bisschen tricky. Geh wieder rein. Was machst du? Thank you.
Und? Brauchen wir aber nicht. Okay. Wieder weg. Ich hab einen Brecheisen. Ja. Ich warte mal, ich habe mich mal kurz. Wir können jetzt entscheiden, ob wir zurückgehen wollen, um den Dienstwagen zu lösen, oder ob wir nach vorne gehen und uns den Weg quasi prügeln. Ja, komm, machen wir erstmal. Ob es jetzt noch so richtig laut pfeife, so. Oh shit. Sandwich. Au. Au. Ich komm. Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Boah, einer ist jetzt Medipack gehabt. Ich muss mich heilen. Dum, da, da, dum, da, dum. Einste Komödie. Erstmal geschwind heilen. Au. Ja, komm. Na. Au. Ach nein. Du musst noch, glaube ich, hingehen und... Noch ein Brecheisen. Also noch ein Brecheisen. Das brauchen wir also noch. Ich hab keine Ausdauer mehr. Wo sind die Klamotten? Na. Und anziehen natürlich. Hab ich vor. Gucken, ob das jetzt. Ich muss mich erstmal hochheilen. Hat's verdient. Ach komm, wir pullen uns jetzt einfach nach vorne. Gut. Weißt du, was jetzt noch fehlen würde? So die Payday-2 sonst. Psst! Gott! Na. Schnell! Danke. Und was drin?
Jupp, eine Brechstange. Na komm schon. Oh, diese Steuerung. Jetzt. Gott! Au! Ach, verdammt. Oh oh, weg da. Dass der dich nicht gesehen hatte, ist ja fast ein Wunder. Hell yeah! Das ist es! Zur Grenze! Wo ist die Grenze? Wähl eine Richtung und renn los! Und beide rennen in falsche Richtung, in die anderen Richtung. Ja, das war eins. Und der zweite Weg ist halt einfach, sich jetzt nach vorne zu prügeln. Weil wir es lange gebraucht haben. Alter. Okay. Hier, zack. Gut. Ja. Werden wir dann nochmal wie Koga Greek Railroad machen, würde ich sagen, verabschieden wir uns ganz kurz. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder im selben Heist. Und diesmal prügeln wir uns nach vorne. Euer Malkaf. Und euer Steve. Ciao, bis dann.